Niralamba Shalabhasana ist die Sammelbezeichnung für mehrere Variationen von Shalabhasana der Heuschrecke, bei denen die Arme oben sind. Kendraba Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt einige davon. Ausgangsposition ist die Bauchentspannungslage, auch genannt Adho Mukha Shavasana. Von hier die erste Variation von Niralamba Shalabhasana, das Boot, strecke die Arme nach vorne aus und hebe die Arme und Beine. Diese Stellung entwickelt Gesäßkraft, Kraft im unteren und mittleren Rücken sowie in den Schultern, dem mittleren Strang der Deltamuskeln. Zweite Variation wäre, und du kannst vielleicht vorher Arme und Beine kurz absetzen, und dann gibst du die Arme neben den Körper, Handflächen nach unten, Daumen nach außen, und dann hebe Kopf hoch, Brustkorb und Beine hoch, und das nennen wir bei Yoga Vidya gerne den Vogel, was auch eine Variation von Niralamba Shalabhasana ist. Die dritte Variation wäre, du gibst wieder die Arme nach unten und die Beine und gibst das Kinn auf den Boden. Du hältst jetzt das Kinn auf den Boden, gibst die Arme hinter dich und jetzt hebst du die Beine hoch und hebst auch die Arme hoch. Und so hast du auch Niralamba Shalabhasana, also den nicht gestützten Heuschrecken oder die nicht gestützte Heuschrecke. All diese Variationen stärken Rücken- und Gesäßmuskeln, ohne dass du dabei die Brustmuskulatur mit einbeziehst.